Gitarrenkind fragt, was denkst du, sind Maries wesentliche Charakterzüge? Ja, das ist interessant, weil so ein paar Dinge leuchten natürlich schon hervor. Andere kommen natürlich noch nicht so richtig zutage, aber also sie ist auf jeden Fall ein fröhliches, lustiges Kind. Sie lacht gerne oder schmunzelt vor sich hin oder macht irgendwie Sachen, damit man lacht. Und sie ist sehr aufmerksam, also sie hat sehr feine Antennen für die Dinge, die im Raum passieren, sei es bei uns zu Hause oder zum Beispiel im Babykurs oder so. Sie kriegt alles immer mit. Und tja, ich glaube, sie ist begeisterungsfähig. Sie ist schnell für was zu begeistern und gibt dann da auch direkt Gas und will da direkt durchstarten. Das würde ich jetzt mal im Moment so schätzen. Aber ich glaube, das wird sich mit den Jahren vielleicht nochmal so ein bisschen verfeinern, das Bild, was man so über sein Kind hat oder die Charakterzüge des Kindes. Desiree's Food Addiction fragt, welche Länder, Städte willst du, wollt ihr noch besuchen? Also ich glaube, Kanada fänden wir ganz gut. Und Städte... Ja, da sind wir erstmal so ein bisschen zurückhaltend, weil wir beide schon relativ viele Städte gesehen haben. Und lackierst du dir gerne die Fingernägel oder deine Nägel und was ist deine Lieblingsfarbe? Ja, ich lackiere mir schon gerne die Nägel. Das habe ich vor der Geburt sehr viel häufiger getan als jetzt. Und meine Lieblingsfarbe, also auf den Zehennägeln trage ich gern so Aquablau oder Hellblau, Babyblau oder Türkis oder so Sachen. Das finde ich ganz witzig. Und auf den Fingernägeln an der Hand trage ich jetzt mittlerweile eigentlich fast nur noch so Rosé-Töne. Früher habe ich gerne auch Knallrot getragen, das fand ich immer cool. Oder halt so Color-Blocking habe ich auch oft getragen, aber das mache ich jetzt alles nicht mehr so. Pusteblume 812 fragt, welches Buch liest du zurzeit und dein Lieblingsbuch ist? Also muss ich ehrlich gestehen, ich lese im Moment gar kein Buch. Schande über mein Haupt. Ich lese im Moment nur das Babybuch, das erste Jahr, und das lese ich auch nur ganz selten. Da blätter ich ab und zu mal durch. Mein Lieblingsbuch ist ja, gute Frage, also meine Lieblingsbücher, schwer zu sagen. Lieblingsbücher habe ich mehrere. Die Geisha, wenn ihr sie kennt, finde ich ganz gut. Die Verfilmung finde ich so mittel. Und dann Shopaholic Baby von Sophie Kinsella oder von Lindsay Kelk, I Heart New York. Das sind beides in Englisch geschriebene Bücher. Gibt es natürlich auch auf Deutsch übersetzt, aber ich habe so Schmunzetten immer gerne auf Englisch gelesen. Ja, wenn ihr wollt, wenn euch das interessiert, kann ich euch mal so eine Tour geben. Jemand hat das vorgeschlagen von euch, ob ich mal so eine Bücherregaltour geben könnte. Wenn euch das interessiert, mache ich das gerne mal. Was waren, sind deine Buchfavoriten über deine Schwangerschaft und erste Zeit mit Baby? Schwangerschaft kann ich auf jeden Fall das hier empfehlen. Alles über meine Schwangerschaft Tag für Tag. Habe ich auch schon mal vorgestellt. Finde ich super. Ja, und erste Zeit mit Baby. Ich habe ja ein Video dazu gemacht. Und da gibt es das gleiche Buch ja auch noch für das erste Babyjahr. Finde ich auch ganz gut. Ja. Pini Paul fragt, warum wolltest du, dass eure Babysitterin nicht wesentlich älter ist als du? Weil ich einfach Lust hatte auf jemanden, auf einen jungen Menschen. Und ja, also ich verstehe mich einfach mit jungen Menschen gut, so im Studentenalter. Und da weiß ich, dass die, oder da gehe ich mal davon aus, dass die meisten ähnliche Ansichten oder moderne Ansichten haben und umgängliche Typen sind. Und ja, das war auch schon alles. Also einfach für mich selber, damit ich jemanden, einen netten, jungen Menschen habe, mit dem ich mich da austauschen kann. Miss Italia 2009. Hallöchen.
Mich würden die Spielsachen interessieren. Welches Spielzeug findest du sinnvoll? Da würde ich sagen, alles, was mit Gestalten zu tun hat oder Rollenspiele oder was die Kreativität weckt. Also zum Beispiel, klar, der Klassiker wären jetzt so Bausteine oder ich habe ja auch diesen Bauernhof, wo man mit den Tieren dann spielen kann. Das sind Spielsachen, die ich toll finde. Also wo die Kinder selber dann noch was reinstecken können an Ideen oder ihre Kreativität spielen lassen können. So, jetzt geht es um die Fragen zum Thema Haushalt, Ernährung, erster Geburtstag. Eule Eulsen fragt: Wie verbringst du deine kinderfreie Zeit, in Klammern ohne irgendwelche Hausarbeiten, und was gönnst du dir? Ja, gute Frage. Also, ich habe mich schon ein paar Mal jetzt mit Freundinnen getroffen, mal so zum Mittagessen oder zum Frühstücken. Oder ich fahre einfach mal alleine kurz in die Stadt zum Bummeln und gönne mir da einen leckeren Kaffee oder einen Bagel oder beides. Ansonsten gönne ich mir öfter einfach mal, dass ich Sachen auch online kaufe für mich selber, die vielleicht ein bisschen teurer sind, als man eigentlich für bestimmte Artikel ausgeben sollte. Aber da weiß ich dann, okay, damit belohne ich mich selbst quasi. Das gönne ich mir dann. Und sie fragt noch: Wie kochst du unter der Woche für dich? Nach festem Wochenplan oder eher spontan? Und was gibt es häufig bei dir? Ja, ich koche eher spontan. Ich hab keinen festen Wochenplan. Und das ist einerseits natürlich ganz gut, weil man recht flexibel dadurch ist. Andererseits finde ich es ein bisschen schade, weil man kocht häufig dann dieselben Sachen. Also bei mir gibt es oft oder bei uns gibt es oft Salat abends, weil ich das schnell dann zusammenschnibbeln kann. Oder ja, relativ einfache Sachen, wo man quasi die Zutaten nur zusammenkippen muss und fertig. Und es gibt auch mindestens einmal die Woche Tiefkühlpizza. So ist das bei uns. Lili Pani fragt: Wie strukturierst du deinen Tag? Hat Marie feste Essenszeiten? Ja, sie hat feste Essenszeiten. Das habe ich ja letztes Mal auch erklärt. Also mittags möchte ich versuchen, das immer so um 13 Uhr herum zu haben, das Mittagessen. Und beim Abendessen, ja gut, das kommt natürlich immer darauf an, wie der Mittagsschlaf gelaufen ist. Aber das ist dann so zwischen 18, 18:30 und 19 Uhr, da gibt es dann Abendessen. Aber ansonsten strukturiere ich da den Tag jetzt nicht so komplett durch. Und sie fragt noch: Wie hast du es hinbekommen, dass Marie nachts keine Flasche mehr will? Ja, das kann man so nicht formulieren. Das hat sich ja ein Stück weit auch von alleine ergeben. Also ab einem bestimmten Monat weiß man ja, ist es nun mal so, dass Kinder nachts eigentlich nichts mehr brauchen. Es kommt ja immer darauf an, wie viel sie tagsüber zu sich nehmen, ob sie gerade einen Wachstumsschub haben oder ob sie krank sind. Da spielen ja viele Faktoren eine Rolle. Aber zum Beispiel bei uns war es ja die Magen-Darm-Erkrankung. Und nach diesen Magen-Darm-Erkrankungen habe ich ihr natürlich nachts auch noch mal eine Flasche gegeben, weil ich wollte, dass sie ihren Flüssigkeitshaushalt wieder aufpäppelt. Aber als ich dann wusste, okay, sie hat jetzt wieder ihre vollen Mahlzeiten und sie bekommt tagsüber genug, sie braucht es eigentlich nicht mehr, ja, dann sind es einfach 2 Nächte, wo man oder wo ich ihr dann einfach um 2 Uhr war es meistens, 2 Uhr, wo sie dann unruhig wurde, da gibt es dann einen Schnuller und dann nichts. Viele machen das ja zum Beispiel anstatt mit Milch, dann, dass sie Wasser geben oder dass sie die Milch verdünnen und so weiter und so fort. Also, das habe ich alles nicht gemacht. Bei mir gab es dann halt nur einen Schnuller und ich habe mich dann neben sie gesetzt, nichts gesagt, nichts gemacht, aber einfach, dass ich dann da war. Und meist war das dann wirklich nach 2 Nächten, war es wieder gut. Und in der dritten Nacht wollte sie dann auch schon wieder keine Flasche mehr. Das klappt aber, wie gesagt, nur, wenn man sich sicher ist, das Kind ist gesund und bekommt genug über den Tag. Und das hat ganz viele Faktoren und da kann man, also ich bin sehr dankbar, dass es bei Marie so gut klappt.
Da gibt es also kein Erfolgsrezept. Wie erledigst du deine Einkäufe, mit Mann oder alleine? Ja, jetzt seit neuestem kann Marie auch Einkaufswagen fahren. Darum mache ich jetzt meine Einkäufe alleine und mein Mann ist dann für die Getränke zuständig. Lilifee87 fragt, wie schaffst du es nebenher noch den Haushalt zu bewältigen? Hilft dir dein Mann? Machst du alles alleine oder habt ihr eine Putzfrau? Ja, das ist eine gute Frage. Also im Moment habe ich da noch so ein bisschen Probleme, das alles so auf die Kette zu kriegen. Und ja, ich mache aktuell alles alleine, in Anführungszeichen. Mein Mann bügelt seine Hemden schon selbst und er hilft mir auch am Wochenende, wenn was anfällt. Meistens die ganzen Müll- und Leergutgeschichten und so, das ist alles so sein Department. Aber ansonsten, klar, bin ich in erster Linie verantwortlich dafür. Eine Putzfrau haben wir nicht, in Klammern noch nicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich in Zukunft irgendwann eine Putzfrau mir gönne. Einfach um dann meine Zeit sinnvoller zu nutzen und da zu investieren und zu sagen, okay, ich gebe dann lieber Betrag X aus und habe dann dafür aber mehr Zeit für Marie oder für uns als Familie. Knuddelmami fragt, dein Blog war ja hauptsächlich für Do-It-Yourself gedacht. Findest du dafür noch Zeit? Das ist, glaube ich, ein Missverständnis. Mein Blog war nicht ursprünglich nur für Do-It-Yourself gedacht. Also wer sich erinnert, ich habe ja mein Hochzeitstagebuch verfilmt und dann die Schwangerschaft. Da war Do-It-Yourself eigentlich immer nur so ein Randthema. Aber abgesehen davon finde ich dafür im Moment kaum Zeit. Und dann fragt sie noch, außerdem würde mich interessieren, wie du deinen Haushalt strukturierst. Oder ob es bei euch auch manchmal aussieht und was liegen bleibt. Ja, bei uns bleibt viel liegen. Meistens der Staub. Der bleibt öfter mal liegen. Teekanne87 fragt, lasst ihr Marie schon mit am Familientisch essen? Also isst sie schon das mit, was ihr esst oder teilweise? Oder bietest du ausschließlich Brei oder Ähnliches an? Ja, Teekanne, nee, die Frage habe ich nicht falsch verstanden. Klar, das Ziel ist, dass wir da hinkommen, aber sie kann den Pinzettengriff noch nicht so richtig gut, deshalb ist es schwierig im Moment. Und sie hat ja noch keine Zähne, das heißt, sie kann nur Sachen kauen, die total weich sind. Wir üben aktuell Fingerfood, ich bin jetzt da dran jeden Tag und übe mit ihr fleißig Banane essen und bleib dann bei ihr sitzen oder Avocado-Stückchen und so. Aber man kann doch nicht sagen, dass sie bei uns mit am Familientisch isst. Das liegt aber auch daran, dass wir ja nur am Wochenende zusammen essen. Das wird sich ändern, wenn Marie richtig essen kann. Und dann stelle ich mir das schon so vor, dass ich mittags für sie und mich Gemüse mache und sie dann mit am Tisch isst und wir gemeinsam Mittag essen. Das ist mir dann auch wichtig. Im Moment klappt das aber noch nicht so. Aber ich denke, ja, wir machen uns da jetzt langsam auf den Weg dahin. Und bestimmt in ein, zwei Monaten wird es dann soweit sein. Und da möchte ich euch auch noch ein Video zu machen, zu meinen Erfahrungen mit Fingerfood und wie man die Kinder daran heranführt, weil da lerne ich im Moment jeden Tag mit Marie, wie das so geht und wie das so ankommt. Ja, aber das, also es dauert noch. Squirrel88 fragt, die Zeit vergeht wirklich zügig und schwupps, Marie ist ein Jahr alt. Habt ihr schon eine Idee, wie ihr Maries ersten Geburtstag feiern wollt? Habt ihr euch zum Beispiel schon ein Motto oder Ähnliches ausgesucht? Wird es zu den Vorbereitungen eventuell sogar ein Video geben? Ja, ich habe so langsam eine Idee. Ich habe das so ein bisschen vor mir hergeschoben. Ich habe so langsam eine Idee, wie Maries Geburtstag aussehen soll. Und Motto haben wir jetzt nicht unbedingt. Ich möchte einfach nur, dass es von der Farbigkeit her so ein bisschen, also wir machen jetzt keine Prinzessinnenparty oder sowas, das machen wir nicht, sondern es geht um bestimmte Farben oder Muster, die ich halt einhalten möchte, so da in der Deko, damit es halt schön aussieht, aber ansonsten nicht. Darum weiß ich auch ehrlich gesagt noch nicht, ob ich dazu ein Video mache, weil das jetzt so spektakulär nicht werden wird. Also wir machen da keine riesen Motto-Party oder irgendwie tolle Vorbereitungen oder Planungen. Mal gucken. Ich überlege es mir noch. Wenn ich der Meinung bin, das ist interessant für euch, dann mache ich ein Video drüber. Frau Steg fragt,
Welche Gefühle kommen in dir auf, wenn du an Maries ersten Geburtstag denkst? Ja, dann kriege ich immer ein bisschen Pipi in den Augen. Ja, aber ich freue mich. Ich bin dann stolz und happy, dass sie ein Jahr alt ist und was wir alles erlebt haben. Und gleichzeitig bin ich auch total neugierig, wie es weitergeht. Also eigentlich nur gute Gefühle.